Es gibt keinen schöneren Platz für das Gotteslob als die oberbayerische Jachenau. Das fanden schon die Mönche, die das Tal am Fuß der Benediktenwand urbar machten. Sie nannten es Nazareth, wie die Heimat des Herrn. An von Leichnam geben die Jachenauer dem Allerheiligsten das Geleit. Sie leben in 27 Weilern, über den ganzen Talgrund verstreut. Durch blühende Wiesen ziehen sie zum Nikolauskircherl. Pfarrer Willi Milz betet mit den Gläubigen am Feldaltar. Kirchenfeste und ein reges Vereinsleben führen die Jachenauer zusammen. Von der Schützenkompanie über den Gebirgstrachtenverein bis zur Musikkapelle. Am Talanfang, wo sich die Jachen mit dem großen und dem kleinen Leinbach trifft, steht neben der Kirche und dem Maibaum auch ein prächtiges Gasthaus. Der Wirt wartet schon auf uns. Grüß Gott, liebe Leute. Ich bin der Schwab Markus, ich bin der Wirt vom Gasthof Jachenau. In der Jachenau, dem Sonnental. Und ich habe heute für euch ein Bierbradl gemacht. Die meisten kennen das Bierbradl vom Schweinern her. Aber ich habe es aus der Not einmal vom Rindfleisch gemacht. Und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich es dann auf Karten da habe. Die Schulter vom Almochsen bestäubt Markus Schwab leicht mit Mehl und brät sie dann in heißem Öl kräftig an. Das Fleisch wird warmgestellt. Im Bratsatz rösten Karotten und Selleriewürfel zusammen mit Zwiebeln. Der Wirt löscht mit dunklem Bier ab und gießt Brühe auf. Zum Schluss folgt ein Fond aus angebratenen Knochen und Parühren. Das Fleisch schmort nun 1,5 Stunden im Ofen. Schwab stellt den Braten warm und passiert die Soße durch. Mit Maisstärke schlägt er sie sämig auf. Eine dünne Fettdecke hat den Rinderbraten schön saftig gehalten. Markus Schwab serviert Kartoffelsalat und eine Gemüsejulienne dazu. Weite Almgebiete umrahmen die Jachenau. Ein Paradies für Wanderer und Mountainbiker. Von der Benediktenwand hat man das Karwendel gut im Blick. Hier entspringt die Isar. Bad Tölz ist die Isar dann schon ein breiter Fluss, der im Frühsommer gern Hochwasser führt. Doch heute ist es sonnig in Tölz. Tausende von Blüten verströmen einen betörenden Duft. Bei den Tölzer Rosentagen präsentieren Züchter aus ganz Deutschland ihre besten Sorten.
Dazu gibt es alles, was einen Garten oder ein Sommerfest auf dem Balkon noch schöner macht. Rosige Zeiten genießen auch die Gäste von Elisabeth Wittmann. Zur Rosenzeit kochen wir Ihnen im Gasthof Zandlein Rosenmenü. Zum Aperitif haben wir die Rosenbowle, dann gibt es die Ziegenfrischkäsebällchen mit Kräuter und Rosen, eine gegrillte Forelle mit Wildkräutersalat, dann haben wir die Nudeln mit Rosenpesto, grünem Spargel, Kalbsmedaillons, das kochen wir nachher zusammen in der Küche. Und als Dessert gibt es heuer ein Beerengratin mit Rosencreme überbacken, die Palatschinken mit Äpfeln und Rosenbutter, ein Rosensorbet und zum Kaffee unsere Rosentrüffel mit kandierten Rosenblättern. Elisabeth brät die Kalbsmedaillons in Olivenöl an. Das zarte Fleisch braucht nur eine halbe Minute, dann wird es gewendet. Eine Viertelstunde ziehen die Medaillons noch im Ofen. Blütenblätter und Rucola schwitzt die Köchin mit Zwiebelwürfeln an. Zerdrückte Pinienkerne, Parmesan und Rosenwasser verfeinern den Pesto. Den Spargel bündet ein Schnittlauchhalm. Elisabeth mischt den Rosenpesto unter die al dente gekochten Tagliatelle. Ein leichtes, farbenfrohes und schmackhaftes Trio. Frisch wie dieser Frühsommertag. Auf der historischen Marktstraße von Bad Tölz genießen Sonnenhungrige ihren Cappuccino und Latte Macchiato. Fromme Lüftelmalerei schmückt die Häuser. Dieser heimelige, leicht ansteigende Platz ist das Freiluftwohnzimmer der Tölzer. Zur Fronleichnamsprozession tragen die Tölzer Frauen kostbare Riegelhauben, wie sie Ende des 18. Jahrhunderts auch auf dem Land in Mode kamen. Sabine Prass fertigt diese Hauben, die den Klosterarbeiten ähneln. Perlen, Steine und Pailletten, alles in Handarbeit mit Silberdraht aufgefädelt. Die Miniaturen vereinen sich schließlich zu einem Krönchen, das jede Frau schmückt. Diese Kunst ist Jahrhunderte alt. Mit filigranem Netzwerk umgarnten Nonnen Andachtsbilder, Reliquien und Fatschenkindl. Am besten steht so ein Schmuckstück aber doch einem jungen Tölzer Dirndl. Mit einem Seidenband wird das Krönchen in den Zopf geflochten. Fest, ha? Jetzt kann's losgehen. Mhm. Ja? Etwas größere Schmuckstücke entstehen Ende Juni im salzburgischen Lungau, in den Dörfern Mur und Zederhaus. Mhm.
Am Feierabend kommen alle in diesen geräumigen Stadel und flechten Blümchen an Blümchen. Der Brauch geht der Überlieferung nach auf eine Heuschreckenplage zurück. Die Insekten fraßen den Lungau razzikal, bis auf die Sonnwendler, die Feldmargeriten. Als die Insekten weiterzogen, gelobten die Murer und Zederhauser eine Prozession mit haushohen Blumenstangen. Bevorzugt müssen dabei Margeriten herhalten. Aber auch Enzian, Nelkwurz und Bergaster gehören zum Prangschmuck. Nicht jeder freilich hat Zeit zum Blümchenpflücken. Für viele Bauern im Lungau heißt es Mitte Juni umziehen auf die Alm. Elfriede Gruber aus Zederhaus bleibt mit dem Vieh bis zum September auf der Gruberalm im Riedingtal. Für die Bergwanderer, die hier anklopfen, gibt's einfache, aber schmackhafte Kost. Hasenöhrl mit Sauerkraut. Die ausgeradelten Teigflecken backen im Butterschmalz. Schon nach ein paar Minuten sind sie handtellergroß und goldbraun. Elfriede gießt heißes Schmalz darüber. Dadurch plustern sich die Hasenöhrl schön flaumig auf. Jetzt noch zwei Schöpfer Sauerkraut dazu und fertig ist die Almerjause. So geht's. Ein Löffel Kraut drauf und zusammenklappen. Das ist ein richtiges Almessen. Okay, gut. Schon am Vorabend von St. Peter und Paul rührt sich was im Dörfchen Mur. Die Prangstangen mit den Blumengebinden werden zur Kirche getragen. Sie wiegen bis zu 80 Kilo. Ein kurzer Schnaufer und jetzt noch den Kirchberg hinauf. Unbescholtene Junggesellen dürfen die Stangerl tragen. So verlangt es der Brauch. Mindestens 300 Jahre alt ist dieser Brauch. Vielleicht reicht er noch weiter in die Vergangenheit zurück. Anno 1340 gab es vom Lungau bis zum Waldviertel eine verheerende Heuschreckenplage.